حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة حصن المسلم بتكبيت من القرآن أنت السنة بسم الله الرحمن الرحيم فضل الذكر Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen. Vorzüge des Gedenkens. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم Ja, amanu, allah, allah subhanahu wa ta'ala sagt gedenkt meiner so gedenke ich eurer seid mir dankbar und seid nicht undankbar gegen mich o oh, die ihr glaubt gedenkt allahs in häufigem gedenken Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Al-Arbamas des Barmherzigen und Allahs vielgedenkende Männer und gedenkende Frauen, für all sie hat Allah Vergebung und großartigen Lohn bereitet. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen auf ihm, sagte, Das Gleichnis dessen, der seines Herrn gedenkt und dessen, der seines Herrn nicht gedenkt, ist wie das eines lebenden Geschöpfes und eines Toten. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا وان تقرب الي ذراعا Und er, Friede und Segen auf ihm, sagt, Allah der Erhabene sagt, ich bin mit dem Gedanken meines Dieners an mich, und ich bin mit ihm, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner bei sich selbst gedenkt, gedenke ich seiner bei mir selbst, und wenn er meiner in einer versammelten Schar gedenkt, gedenke ich seiner, in einer versammelten Schar, die besser ist als sie. Und wenn er sich mir um eine Handspanne nähert, nähere ich mich ihm um eine Armlänge. Und wenn er sich mir um eine Armlänge nähert, nähere ich mich ihm um zwei Armlängen. Und wenn er zu mir gegangen kommt, komme ich zu ihm gelaufen.